Hallo und grüße euch, ihr Gefundenen da draußen. Und einen wunderschönen guten Vormittag, Mittag, Abend, Schrägstrich, Nacht. Und für alle, das war ein schlechter Schnipser. Und für alle, die es noch werden möchten, es trug sich zu, dass vor Äonen, Äoniden von Jahren ein Metall das Licht der Welt erblickte. Zeitgleich mit dem Brachiosaurus. Warum der Brachiosaurus? Ganz klar. Der hat Exkremente verteilt in der botanischen Landschaft damals. Das war auch noch 100, sehr lang her. Und aus diesem Brachiosaurus-Gaxi hat sich etwas geformt. Etwas Wunderbares hat sich geformt. Es hat sich fast ein Hut geformt aus einem speziellen Metall. Und dieses Metall ist das Gold der Erde, genauso wie Salz. Aber um Salz geht es jetzt nicht, es geht um einen Hut, es geht um einen güldenen Hut. Und mehr erzählt uns dazu jetzt das Dockilein. Ja, danke, man kann da echt nur sagen, mit dir macht Geschichte Spaß, gell? Also, ja, warum bin ich kein Lehrer? Und liegt vielleicht daran, dass du einen leichten Plätzchen erzählt hast, aber einen ganz leichten. Ach so. Denn es geht, es hat ja nichts mit Güld oder mit Gold zu tun. Vergold. Nein, auch nicht. Okay. Auch nicht. Es trug sich zu, wir haben heute ein kleines spezielles Unboxing, kann man wahrscheinlich gar nicht sagen, es ist schon offen. Es ist schon offen. Aber ein spezielles Let's Show für euch. Es trug sich zu, dass ich, der liebste Lieblings-Dockmeister, ein bisschen unter die hobbymäßig Münzsammler, Edelmetallanleger, Kleinanleger oder sowas gegangen bin. Und auf diesen Reisen, die sich dadurch ergeben, bin ich auf etwas gestoßen, das für vom Schicksal berufene Nerds ein ziemlich steiles Ding ist. Du hast vom Schicksalsberger SMS gekriegt. Ich habe vom Schicksalsberger SMS gekriegt, du Trottel, du endlich was. Und um eines dieser Objekte soll es hier heute gehen. Dann muss ich es nur kurz revidieren. Das mit Gold, das war der Brachiosaurus, das ist schon klar. Wir reden da jetzt aber vom Stego. Es geht hier und heute nämlich um den sprechenden Hut. Und zwar, das schauen wir uns gleich an, das Zettelchen. Und zwar geht es um den sprechenden Hut. Aus dem 3D-Drucker. Aus Silber. Deswegen auch der Stegosaurus. Aus Gold, ja. Nein, aber es geht um Silber. Genau, das andere war der Brache. Hat sogar eine Prägung dabei, falls man das sieht. 10 Euro. Was ist das für ein Teil und wie komme ich dazu? Ich habe auf meinen vielfältigen Reisen durch Wien einen Münzhändler gefunden, der so Nerd-Zeug, Entschuldigung, ich hätte Zwerndorf sagen können, der so Nerd-Zeug anbietet aus allerlei möglichen Serien, Universen und so Zeug. Und das war für mich Grund genug, das mal auszuprobieren. Und einmal da zuzugreifen, weil ein paar Nerd-Sachen richtig steiler Scheiß sind. Auf so eine Idee wie den sprechenden Hut aus Silber zu machen, auf sowas muss man erst einmal kommen. Das ist schon steil. So ein typisches Sammlerobjekt für alle, die was eine Harry Potter-Vergangenheit haben. So ziemlich sehr viel in unserem Alter. So ziemlich sehr viel in unserem Alter. Was das betrifft, an der Stelle auch ein kleiner soll man sagen, Disclaimer oder kleines Aufmerksam machen. Was ich hier in Händen halte, ist Edelmetall. Ja, Edelmetall bemisst sie durch den Preis, den es hat. Das ist jetzt kein Video, falls ihr mit dem Thema Edelmetalle nicht ganz so vertraut seid. Was ich hier in den Händen halte, ist jetzt nicht irgendwie tausende Euros wert oder sowas. Es ist nicht aus Gold, das ist wie gesagt Silber. Das ist jetzt kein Let's Show, dass ich irgendwie versuche, einen Reichtum zu zeigen oder so quasi, da schaut euch das an, ich habe jetzt sündhaft meine Ersparnisse für sowas sündhaft Teures rausgeschmissen. Ich sage jetzt nicht, was es gekostet hat, aber vielleicht nur zur ungefähren Einordnung. Die Lego-Sparte, Klemmbausteine, die hier auf unserem Kanal auch prominent vertreten ist, Lego kostet mehr als sowas. Da haben wir schon teurere Legos als das hier behandelt.
das nur mal so am... Also man könnte, dass wir es jetzt ein bisschen eingrenzen können, dass sich unsere Zuschauer etwas vorstellen können, und damit grenzen wir es ja schon wirklich stark ein. Die Kantine um regulär 350 Euro ist teurer als dies. Absolut. Passt nicht, dann haben wir es sehr stark eingegrenzt. Absolut. Genau, wie gesagt, ist auf jeden Fall der sprechende Hut aus Silber. Da können wir jetzt auch gleich zum Zertifikat kommen. Das Ding kommt aus Frankreich und hier steht, es sind 22,2 Gramm Silber in einer Auflage von 5000 Stück. Genau, wie gesagt, kommt aus Frankreich. Finde ich echt steil, also war für mich ein ziemliches Aha-Erlebnis. Hätte ich nicht geglaubt oder nicht gewusst, dass irgendjemand auf der Welt solche Dinge produziert und das auch aus Edelmetall. Also das sind eben im Prinzip pure Sammlerstücke. Für das, was rohmaterialmäßig, also für das, was diese 22 Gramm Silber an Wert haben, war es tatsächlich relativ teuer. Aber wie gesagt, es geht hier ja auch ein bisschen um die Aufmachung. Dieses Ding hier ist ein Metall. Case, das auch noch seitlich gesehen, wie ein Buch ausschaut, ist schon extremst hochwertig gemacht. Und ja, Sammlerobjekt im besten Sinne. Für alle Leute, die mit Harry Potter, wie gesagt, aufgewachsen sind. Es hat bei mir daheim jetzt noch keinen prominenten Platz gefunden. Wird es ganz sicher aber auch noch tun. Und ja, Eingebungen dazu? Ja, nämlich eine, also ich sehe dieses Teil heute zum zweiten Mal. Er hat mir es schon, wie wir uns das letzte Mal gesehen haben, gesagt. Und jetzt beim zweiten Mal fast noch mehr denn als beim ersten Mal. Ich finde die Form einfach so cool. Und das, weil sonst halt solche Prägungsmünzen oder dergleichen ja immer einfach so münzig sind, so Münzformen. Und das eben nicht, dass das eben so als Zahlungsmittel theoretisch gelten würde, aber eben in angelehnt an die Dreiecksform, finde ich ebenso dieses Auseinandergleiten, also dieses es ist eine Münze, aber es ist nicht rund, sondern dreieckig. Einfach diese Diskrepanz ist das Wort. Fasziniert mich da voll. Also das finde ich sehr, sehr, ja, das finde ich sehr, sehr spannend. Finde ich cool. Also und auch absolut verständlich, dass man das nicht rausholt und dann untouched mit seinen Wichsgriffen, aber der Versuchung wäre ich schon erlegen, glaube ich. Kann man auf jeden Fall verstehen. Es ist auf jeden Fall auch ein ganz treffendes Abbild. Man sieht. Ich fand die Stimme sehr schwer vor. Also das zum Angreifen war wirklich interessant. Für mich zumindest. Wie gesagt, 22 Gramm ist jetzt nicht so, dass man wirklich was in der Hand hat, aber, also vom Gewicht her jetzt, aber so dieses, wie geht der Fachausdruck, haptische Gefühl, habt ihr nicht so. Und was man jetzt ganz genau weiß, es ist ein, das macht einen Reiz vor dem Objekt aus, es ist ein Nerd-Objekt aus Edelmetall. Also du bist ein Nerd, aber du stößt gleichzeitig so ein bisschen deine erwachsene Einstellung dazu dar. Erwachsen auch in dem Sinne, dass ich mir das aus Silber geholt habe. Es gibt teurere Edelmetalle nämlich auch noch und da redet man dann wirklich von Geldmengen, wo ich dann persönlich vielleicht schon sagen würde, nee, das ist dann vielleicht doch schon ein bisschen teurer als die diversesten Legos, die wir schon hatten. Ja. Um es nur ein bisschen einzugrenzen, also der Light Cruiser, den wir schon gezeigt haben, war auch teurer als das hier. Okay. So gesehen ist es ein steiles Sammlerstück und jo, absolut was, das man sich anschauen, in die Hand nehmen kann, zumindest in der Plastikhülle, und sich denken kann, ja, die Menschheit ist die Krone der Schöpfung, man merkt es nicht immer, aber manches Mal schon. Es schaut sehr, sehr edel, Bindestrich Metall aus. Hat was. Gefällt mir.
Absolut, gut. Das war wieder mal eine recht liebe Geschichte. Und jo, in diesem Sinne für das übliche Schlusswort, grüß euch. Wir riechen, schmecken, fühlen uns im nächsten Part wieder. Und Tüdelü.